wenn du den DJI RC Controller hast, dann kennst du auch das MicroSD-Kartenfach. Und wenn du dich fragst, hey, wofür gibt es denn so ein MicroSD-Kartenfach, brauche ich das, dann werde ich dir heute Gründe liefern, warum du sagst, boah, das wusste ich nicht und ich möchte unbedingt diese Sache mal ausprobieren oder die sind die praktischsten Sachen, die ich mir vorstellen kann. Denn DJI hat 8 GB spendiert, hier interner Speicher. Und wenn du sagst, boah, 8 GB ist jetzt nicht so klein, dann sage ich dir ja, 70% sind schon weg mit Systemeinstellungen und alles Mögliche. Bleibt nicht mehr viel. So, jetzt hast du die Möglichkeit natürlich hier auch Screen-Videos zu machen. Das heißt, wenn du hier hingehst und sagst Bildschirmaufnahme starten, dann nimmt er jetzt dieses Video auf. Zum Beispiel von deinem Flug mit allen Einstellungen und du kannst hier drauf drücken und dann siehst du auch entsprechend da, wo du mit dem Finger drauf gedrückt hast, eine total praktische Sache, wenn du anderen Leuten was zeigen möchtest oder dich selber daran erinnern möchtest, wo du was eingestellt hast oder wie du was eingestellt hast. Super praktisch. Der kleinere Bruder davon, der Screenshot, und das siehst du ja jetzt, ist auch super praktisch, ja. Wird alles auf die Speicherkarte gespeichert und während den Screenshot nicht wirklich viel Speicher verbraucht, ist das Screen-Video natürlich nicht ganz so klein wie so ein Foto. Braucht man Speicherplatz für. Das heißt also, da würde ich dir schon mal empfehlen, hier eine MicroSD-Karte zu nutzen. Aber wenn du sagst, boah, was kann man denn damit noch machen? Ja, ganz einfach, du kannst Fotos und Videos von deiner DJI Mini 3, Mini 3 Pro, Mavic Air 2S, Mavic 3 und Mavic 3 Classic und alle, die noch damit verbunden sind, die sind ja mit dem Controller kompatibel, kannst du die Daten kabellos auf deine MicroSD-Karte kopieren. Zum Angucken, zum Liebhaben und vielleicht auch als Backup. Super praktisch, finde ich das Ganze. Und wenn du sagst, boah, was könnte man denn da noch mitmachen? Jupp, du hast auch die Möglichkeit, wenn du im Hause DJI bleibst, dann kannst du tatsächlich das Video, was du jetzt hier siehst, was ich jetzt hier live aufnehme, auf diesen Controller drauf kopieren. Dazu benutzt du dann nicht die Buchse hier, sondern diese Host-Buchse. Und du kannst tatsächlich den DJI Osmo Action 3, also quasi die Daten hier drauf kopieren, zeige ich dir jetzt gleich, wie das Ganze geht. Und du kannst die Daten dann nicht nur als Backup hier drauf kopieren, sondern auch mal angucken, weil ganz ehrlich, das Display hier hinten ist nicht besonders groß. Ich meine, es ist echt nicht schlecht, aber es ist wesentlich kleiner. Und das heißt, du hast die Möglichkeit, hier eine Backup-Video-Anguckstation draus zu machen. Das ist echt nicht verkehrt, was du hier mitmachen kannst. Und wenn du dich fragst, hey, wie kriege ich denn die Daten wieder runter? Hier ist auch gar kein Problem. Controller aus, erste Möglichkeit, MicroSD-Karte raus und dann die Daten auslesen. Die zweite Möglichkeit ist, du schließt den einfach an deinen Computer an und dann wird er als Wechseldatenträger oder beim Mac als Android-Laufwerk anerkannt. Dafür brauchst du diese Android-Software und so kannst du die Daten aber da runterkriegen und hast hiermit eine sehr praktische Möglichkeit, Videos und Fotos anzugucken und das Ganze kostenlos, weil du hast das Ding ja sowieso schon, ja. Das heißt, hier musst du nicht noch umständlich dein Handy, dein Tablet oder was auch immer bemühen. Du hättest hier die Möglichkeit, Videomaterial anzugucken und minimals zu bearbeiten, aber darum soll es ja nicht gehen, soll nur hier um die Funktion oder die Hilfe der MicroSD-Karte gehen. Und eigentlich kommst jetzt du. Wenn dir der Quick-Tipp gefallen hat, hinterlass mir ein Like. Wenn ich nicht schon wieder auf irgendwas drauf gedrückt hätte, 2 Likes. Also wenn es dir nicht gefallen hat. Ein Abo würde mich riesig freuen. Lob, Kritik, Anregung in die Kommentare. Hast du dich schon immer mal gefragt, wofür man die MicroSD-Karte braucht? Ja, dann schreib es in die Kommentare und vielen Dank fürs Zuschauen und stay tuned.